Hallo, mein Name ist Regina Kirschke. Ich freue mich, dass Sie dieses Video sich anschauen und offensichtlich Interesse haben am Thema Hypnose. Ja, ich bin Hypnotiseurin, arbeite in einer Praxis in Braunschweig und habe jetzt mit einer Kollegin zusammen dieses Video einmal für Sie aufgenommen, um Ihnen zu demonstrieren, dass Hypnose etwas ganz Angenehmes ist, ein angenehmer Zustand der Entspannung, den Sie auch erleben können. Wenn es Ihnen gefällt, melden Sie sich einfach. Aber jetzt erstmal viel Spaß damit. Zur Demonstration, wie Hypnose funktioniert, möchte ich jetzt einfach mit dir mal eine Einleitung machen, um dich in einen ganz tiefen, entspannten, hypnotischen Zustand zu versetzen und das auch mal für potenzielle weitere Hypnoseinteressierte darzustellen, wie das so funktioniert, dass das weder was mit Voodoo noch mit Zauberei zu tun hat, sondern einfach ein ganz angenehmer Entspannungszustand ist, auf den wir uns gerne einlassen. Bist du bereit, in Hypnose zu gehen? Ja. Das ist schön. Darf ich dich mal anfassen am Arm oder an der Hand? Das ist okay. Ja, klar. Okay. Wenn ich von du spreche, ist das sicherlich auch was ganz Selbstverständliches, was okay ist. Gut. Ja, dann möchte ich dich bitten, einfach erstmal die Augen zu schließen. Und stell dir vor, dass dein Atem durch die Schädeldecke anfließt, durch den ganzen Körper hindurch und aus den Füßen wieder heraus. Einfach mal 3, 4 Atemzüge noch. Ganz bewusst atmen. Sehr schön. Als nächstes möchte ich dich bitten, wenn ich dich an der Schulter berühre, deine Augen zu öffnen. Wenn du deine Augen öffnest, wirst du meine Hand vor deinen Augen sehen. Mach das zu einem Signal für dich, deine Augen wieder zu schließen, wenn meine Hand sich hinuntersinkt. Damit du dann mit dem Hinuntersinken meiner Hand und dem Schließen deiner Augen noch tiefer in einen Entspannungszustand sinken kannst. Okay, ich wundere dich an der Schulter, Augen auf und tief. Wunderbar. Und weil wir mit dem Jungen besser werden, machen wir das Gleiche gleich noch einmal. Das heißt, Augen auf und tiefer in die Entspannung. Sehr schön. Dann stell dir als nächstes einmal vor, dass du dich an einem schönen Ort in der Natur befindest. Nimm einfach den Erstbesten, der dir in den Sinn kommt. Und versuche alles wahrzunehmen, was es wahrzunehmen gibt. Die Farben. Die Formen, die Gegenstände. Stell dir vor, es ist ein angenehm warmer, sonniger Tag. Und du kannst die Sonne ganz angenehm warm temperiert auf deine Haut spüren. Und den Wind in den Haaren. Vor, du bist barfuß unterwegs und kannst den Boden unter deinen nackten Füßen wahrnehmen. Und dann mach es dir ganz bequem an diesem schönen Ort in der Natur. Setz dich hin oder leg dich hin in deiner Vorstellung und spür mal hinein in deine Beine, in deine Füße. Und vielleicht gibt es auch jetzt in deinen Beinen, in deinen Füßen noch einen Muskel, den du ein bisschen mehr loslassen kannst. Wunderbar. Spür dann mal hinein in deine Arme, in deine Hände. Und vielleicht gibt es auch hier in deinen Armen, in deinen Händen einen Muskel, den du noch ein bisschen mehr loslassen kannst. Spür mal hinein in die einzelnen Finger. Spür mal jetzt hinein in den rechten Daumen. In den linken Zeigefinger. In den rechten Mittelfinger. Und in den linken Daumen. Wunderbar. Spür weiter mal hinein in deinen Kopf. Spür mal entlang deiner Stirn. Nimm deine Augen wahr, wie sie sich ganz entspannt in ihren Augenhöhlen befinden. Nimm deine Nase wahr.
deinen Mund und deinen Kiefer. Sehr gut. Und du hast jetzt schon eine einigermaßen körperliche Entspannung, die ich gleich noch ein bisschen tiefer hinuntersinken lassen möchte. Ich werde gleich deinen rechten Arm dazu nehmen, ein bisschen anheben, und wenn ich ihn loslasse, deinen Arm wieder hinuntersinken, möchte ich, dass du dieses Hinuntersinken deines Armes zu einem Signal für dich machst, dich auch noch viel tiefer sinken zu lassen. Hilf mir nicht mit. Stell dir vor, dein Arm ist so, als würdest du tief und fest schlafen. Gib mir deinen Arm. Wunderbar. Und du sinkst noch viel tiefer hinunter, kannst dich noch wohler fühlen. Einfach loslassen, geschehen lassen. Sehr gut. Kommen wir zur geistigen Entspannung. Das ist der Teil, der sich am besten anfühlt. Ich werde dich gleich bitten, von 1 aufwärts zu zählen, sodass ich es hören kann. Es wird aber kein normales Zählen sein, denn nach jeder Zahl möchte ich, dass du deine geistige Entspannung verdoppelst, egal wie das aussieht, egal wie sich das anfühlt, egal wie lange es dauert. Und manchmal, wenn man so zählt, dann kommt man gar nicht so weit und die Zahlen werden unwichtig und verschwinden sogar. Aber das sage ich dir dann noch. Fang einfach jetzt mal an mit der ersten Zahl. Wunderbar. Verdopple deine geistige Entspannung, machst du doppelt so tief, doppelt so schwer, egal wie es aussieht, egal wie es sich anfühlt, egal wie lange es dauert. Und dann kommt vielleicht noch eine weitere Zahl. Wunderbar. Ausgehend von deiner bereits verdoppelten geistigen Entspannung, mach sie noch einmal doppelt so tief, doppelt so schwer, egal wie es aussieht, egal wie es sich anfühlt, egal wie lange es dauert. Und dann kommt vielleicht noch eine weitere Zahl. Vielleicht sind die Zahlen auch schon weg und verschwunden. Wenn die Zahlen verschwunden sind, kannst du mir ein Zeichen geben mit dem Zeigefinger deiner rechten Hand. Wunderbar, Dankeschön. Die Zahlen sind unwichtig, sie sind verschwunden. Und als nächstes werde ich einmal für dich zählen. Und ich möchte, dass du deinen Körper und deinen Geist zusammen viel tiefer sinken lässt. Körper und Geist zusammen wie ein Team, viel tiefer. Und ich kann das nicht für dich tun, aber wenn du willst, dass es geschieht, dann lass es geschehen. Und erlebe einmal, wie schön sich das anfühlt. 1, tiefer senken lassen, 2, tiefer mit jedem Wort, tiefer mit jeder Zahl, 3, einfach loslassen, geschehen lassen, 4, hineinsinken in diese ganz angenehme Entspannung, 5, tiefer mit jedem Herzschlag, tiefer mit jedem Atemzug. Genieß dieses Gefühl der vollkommenen Entspannung. Für manche ist es Schwere oder Leichtigkeit. Eine Wärme oder ein Kribbeln, das sich ausbreitet. Es ist ganz egal, was es für dich ist. Genieß dieses Gefühl und hol dich da auf keinen Fall selber wieder heraus. Sehr schön. Und dann stell dir mal vor, wie sich hier an deinem rechten Handgelenk jetzt ein Bündel mit Luftballons befindet. So große, dicke, bunte Luftballons, die Kinderaugen zum Leuchten bringen. Und weil sie mit Helium gefüllt sind, steigen sie natürlich hoch an den blauen Himmel hinauf. Und genauso wie die Luftballons hoch in den Himmel ziehen, immer leichter und leichter nach oben schweben, kann sich jetzt hier dein Arm auch anfühlen. Genauso leicht zieht er mit den Luftballons nach oben, dass du das Gefühl haben kannst, er will mit den Luftballons nach oben in den Himmel schweben. Und je leichter dein Arm sich jetzt anfühlt, umso leichter und leichter ziehen die Luftballons nach oben. Die Luftballons ziehen weiter und weiter nach oben. Und dein Arm wird immer leichter und leichter, noch leichter, sodass du das Gefühl haben kannst, er zieht hinterher, fliegt hoch in den Himmel mit den Luftballons zusammen. Und du fühlst dich genauso federleicht, wie dein rechter Arm sich jetzt anfühlt. Immer leichter und leichter, wunderbar, sehr schön. Genieß diese Leichtigkeit in deinem ganzen Körper, vom Kopf bis zu den Füßen hinunter, genauso leicht wie dein rechter Arm, wie die Luftballons eben nach oben ziehen. Ganz wunderbar. Sehr schön. Mach diese Leichtigkeit, die du jetzt in deinem rechten Arm wahrnimmst, zu einem Signal für dich, dass du dich in einer ganz angenehmen, tiefen Hypnose befindest, in der dein Unterbewusstsein jetzt alles aufnehmen wird, was so gut und richtig für dich ist. All die Veränderungen,
zu lernen und bereit bist. Und ich zähle von 1 bis 3, bei 3 ist dein Arm wieder gleich schwer oder gleich leicht, so wie es gut und richtig für dich ist. 1, 2, 3, der Arm wieder ganz schwer, der rechte Arm oder ganz leicht, so wie es gut und richtig für dich ist. Wunderbar. Das war eine wunderbare Hypnose-Einleitung. Und du kannst dieses Gefühl der Leichtigkeit, des Unbeschwerten jetzt ganz tief in deinem ganzen Körper, in deinem Geist wahrnehmen. Und dann hole ich dich leider auch schon aus dieser tiefen Hypnose wieder heraus. Und ich mich von 1 bis 3 ziehe, über 3 bist du zurück in diesem Raum, fühlst dich frisch und erholt wieder einen ausgedehnten Mittagsschlaf voller Leichtigkeit. Voller Entspannung. Mit einem guten, glücklichen Gefühl kehrst du zurück. 1. Dein Blutdruck und dein Kreislauf stabilisieren sich auch für dich ganz normale Wachwerte. Bei 2 sind Muskeln und Gelenke leicht und frei. Leicht und frei sind Muskeln und Gelenke. Bei 3 kannst du einen tiefen Atemzug nehmen, die Augen öffnen, dich recken und strecken. Und bist wieder zurück. Wie war das? Schön. Das freut mich. Und genauso wird es eben auch gehen, wenn sie sich zu dem Thema Hypnose einlassen und einfach mal das erleben möchte. Vielen Dank. Danke.